motif pour nous nous rassembler. Nous tous nous avons trouvé qui moyen nous pour commencer. Il y en a qui péanisaient, mais il y en a beaucoup qui pleuraient. Mais moi, moi, je m'imagine si ça va pour détruire nos beautés. Vous avez dit, nous tous nous nous rassembler. Annette zeigt uns jetzt, wie man alleine das Dinghy über Bord wirft, hat sie gesagt. Hat sie nicht gesagt. Hat sie nicht gesagt? Nein. Okay. So, los. Geht los. Fang an. Ja, dann fangen wir an. Also zeigt sie uns doch nicht. Ich bin so erschöpft. Ist das Seil irgendwo fest? Der Dinghy ist im Wasser. Leider konnte ich das nicht filmen, weil ich ja mit anfassen musste. Die beiden das nicht geschafft Obwohl haben. Obwohl Mama versprochen hat, dass sie das alleine reinwirft. Ja, die hat immer so einen großen Hals. Na, das wollen wir jetzt aber. Ja. Hier sind wir kleiner. Und da hinten irgendwo, ich glaube, da sieht man es, da springen sie dann runter. Ich vermute mal, das wird sein. Fein doch. Der Eingang zu den Klippenspringern. Aber wir sind zu früh. Naja, es ist ein bisschen scharf. Ja, wenn du noch lange daran rumschraubst, dann schieb die da vorne. Trotzdem irgendwie fad. Das wird nicht mein Lieblingsgetränk. Warum schmeckt dir das nicht? Barbecue-Soße drin. Warum schmeckt es denn dir nicht? Nee, das ist zu viel des Guten. Das ist, ich glaube, das ist der richtige Drink für danach. Wenn du kein Bier mehr kannst, kein Schnaps mehr kannst, dann musst du das trinken. Oder wenn du einen Kater hast. Ja. So ein Kater, ja. Dahin. Wer ist das? Dahin. Miguelito. Buffalo. Thank you.
7. Juni 2021. Unser Großsegel, habt ihr ja letztens gesehen, hat seine Arbeit getan, erfüllt und jetzt wird es abgeschlagen. Ist schon abgeschlagen. Und wir versuchen natürlich, das alles noch rauszumachen, was wir vielleicht noch mal gebrauchen können. Aber das ist natürlich auch so eng im Raum wie hier auf dem Boot nicht ganz so einfach. Einheimischen Strand von Acapulco. So, es gibt auch Mexikaner, die Sport treiben. Ah, jetzt ziehen die weiter. Da sieht man schön, wie wir mit unserem Windgenerator den Gennaker zerhäckselt haben. Wir wollen den 22 Uhr Jump sehen. Da irgendwo werden wir dann nachher sitzen. Angeblich müssen Sie die Wellen sehen, die da unten reinkommen. Da unten. Da springen Sie rein. Von da kann er nicht springen. Was
Von da springt er runter? Ja. Wow. Da wird sie noch ein bisschen motiviert. Also 40 Meter geht's da runter. Wow, der war schon knapp. That's even worse than the last one. What? That's great. Okay, I need a menu. Ihr glaubt's nicht, aber wir fahren in einem Käfer. Taxi. Käfertaxi. Alemannia. Mocho. Ah. Mocho. Das ist 80. Und Wagen Mocho. 80. Ja, German. Oh, schade. Damit sind wir gefahren. Er sagt, das beste Auto für die Berge. Es kommt überall hoch. Also hier oben ist das richtig nett, das Restaurant. Aber wenn man mal da unten guckt, wenn man sich die Träger mal anschaut, so sieht das da unten aus. Bella Vista in Las Brisas. Wahnsinnsaussicht. Mit dieser Aussicht hier heute auf die Bucht von Acapulco. So, unser Urlaubswochenende geht weiter. Jetzt hier unten im Beach Club. Da suchen wir uns jetzt eine schöne Location aus. Ist ja der Hammer.
leider nicht runter. Das ist, wenn ich jetzt hier runterfalle? Dann habe ich das gefilmt. Michael klettert jetzt ein bisschen, um unser Solarpanel wieder zu befestigen auf dem Bimini. Nee, das wird nichts. Du musst erstmal noch das Lazy Jacket ein bisschen runterlassen. Okay. Oh. Ah, das sieht gar nicht so schlecht aus. Wir kommen schon fast dran. Ah, unser Bimini ist einfach zu groß. Und jetzt will ich die Dinger hier einhaken, ja? Also, dann musst du jetzt nach unten. Von unten drücken. Okay. Soll ich dich ein bisschen fester schneiden? Also, erfolgreich verklipst, aber er kommt nicht mehr runter. Also, ich muss hier anders. Diese Füße da hinten noch durchkriegen. Und dann hat die Annette das extra so locker gemacht. Damit du ein bisschen schaukeln kannst. Auch ein bisschen schaukeln. Ja, geschafft. Juni. Es regnet schon seit 2 Tagen. Willkommen in der Regenzeit. Acapulco ist komplett mit Wolken verhangen. Alle sind schon weg. Der Glenn ist mit Randy unterwegs. Die Fridolin ist auch schon ausgelaufen und wir warten auf unsere Impfung am Montag. Busfahren in Acapulco. Das bekannte Musik? Keine Ahnung. Shoppingtour etwas außerhalb des Touristenzentrums. Und da ist er wieder. Der Gefrierbrand im Schädel nach einem schönen Nutella-Frappé. Kannst du schon wieder gucken? Annette? Oh, man sieht richtig, wie die Nebenhöhlen gefrieren. Schön, dass du nachlässt. Direkt an der Strandpromenade. Da wohnen wirklich noch Menschen drinnen. Unten ist ein Restaurant. Und oben gibt es also offene Zimmer. Impf-Odyssee geht weiter. Wir haben ja extra hier gewartet bis Montag, also heute, um uns impfen zu lassen für die zweite. Aber heute haben wir erfahren, geimpft wird ab morgen und es gibt auch nur die zweiten Impfungen. Den Platz habe ich mir gerade nicht gemerkt, aber ist auch egal. Somit haben wir dann morgen die Chance, vielleicht geimpft zu werden. Wir bleiben noch einen weiteren Tag in Acapulco. Wir sind auf dem Weg zur Christusfigur, ziemlich abseits hier.
unser Taxifahrer musste jetzt beim Bürgermeister den Schlüssel holen. Hoffentlich hat er den richtigen. Und jetzt geht es da die Straße hoch zur Christusfigur. Also, das stand zwar als Attraktion im Internet, aber ich glaube, hier war noch nie ein Tourist. Und ich glaube, der Schlüssel funktioniert nicht. Leider ging es mit dem Taxi nicht mehr weiter. Unser Taxifahrer ist auch das erste Mal hier. Also gehen wir den Rest zu Fuß. Ja, also sieht so aus, als ob wir hier die ersten Touristen sind. Und da links gibt es eine kleine und da ist die große. Ich dachte, das wäre eine Aussichtsplattform, wo man was sehen würde. No, Termino. Ja, und uns zu Füßen liegt Acapulco. Leider wird ein paar Bäumen verdeckt und die Aussichtsplattform hat es noch nicht geschafft. Die hat es irgendwie noch nicht geschafft, fertig zu werden. Und der Christus ist nicht ganz so groß wie der in Rio. Aber schön. So, das waren hier die Pläne von 2015 bis 2018. Scheint nichts draus geworden zu sein. Aber das ist bestimmt eine tolle Attraktion in der Zukunft. Also Anlauf der zweite. Wir versuchen heute unsere Impfung zu kriegen. Wie man hier an der Schlange sieht, gibt es heute Impfungen. Aber sie geht bis da ganz oben hin. Und bis 16 Uhr sollen die eigentlich alle durchgeimpft sein. Also mal gespannt. Wir stehen in der Schlange. Wie lang vermutest du ist sie? 500 Meter? Ja, das wird ja ein Spaß. Hoffentlich klappt das heute auch. Ja. So, anderthalb Stunden stehen wir jetzt schon. Jetzt kommen wir irgendwie zum Haupteingang und Annette hat das geklärt, dass wir jetzt da rein dürfen. Wir müssen uns jetzt allerdings ein bisschen vordrängeln. Was sehr unangenehm ist, weil die Diskussion war ein wenig, ja, lass mal deinen Ehemann kommen, nee, stell dich mal selber hinten mit an und dann war schon alles zu spät, Michael unterwegs zu mir und jetzt müssen wir leider schummeln. Und ich hoffe, dass sie uns hier nicht steinigen. Genau. Nach zwei Stunden stehen wir jetzt hier in der Registrierung. Ist alles super organisiert. Es sieht so aus, als ob wir eine Impfung kriegen. Ja, also alle Unterlagen haben wir ausgefüllt. Das ist hier die Impfstation und jetzt hoffen wir, dass wir gleich die zweite Spritze kriegen. Nach 2 Stunden 15 ist alles vorbei. Die Nadel war drin, wir sind geimpft. Wir haben die zweite Impfung. Super, oder? Und das Ganze hat auch nur drei Stunden gedauert. Nach langen Diskussionen haben wir sie dann doch noch bekommen, Gott sei Dank. Hier gibt es keinen Ausweis. Wir haben also lange diskutiert mit denen, dass sie uns das hier eintragen in unseren Impfausweis. Sie mussten extra loslaufen, nochmal einen Stempel besorgen. Aber jetzt haben wir das auch offiziell hier drin stehen, dass wir zweimal mit Pfizer geimpft wurden. Das hat die Annette schon die ganze Zeit gesucht.
Ein Obst- und Gemüsemarkt. Mais où t'as-tu mon la voix, mon l'effet où...